Grüß euch alle miteinander draußen bei der Video-Lernfolge Ich mach dich Midi-Fit. Heute geht es um einen HDS Pro Sound 2. Den kennen ja schon viele. Wir wollen uns nicht mit der Vorderseite, sondern jetzt mal mit der Hinterseite beschäftigen, weil ich die ganz wichtig finde. Ich habe das schon mal vorbereitet. Da habe ich die Stromversorgung. Ich habe einen USB-Eingang. Der ist für ein MIDI-Signal, den kann man also dann am PC anstecken und du kannst dem am PC den ProSound 2 steuern. Du hast einen USB-Anschluss, einen sogenannten Anschluss, der ist dazu da, dass wir das Modul updaten können und dass wir hergehen können, dass wir eine Sicherung auf einen USB-Stick spielen kann und die auch wieder ins Gerät reinladen kann. Wir haben hier ein MIDI-Out, ein MIDI-Through und ein MIDI-In. Entschuldigung, da ist der MIDI-In, da ist der Through, da ist der Out. Und hier habe ich den Audio-Ausgang. Da habe ich noch einen Eingang für zwei Pedale und das ist meines Erachtens eine ganz wichtige Geschichte, dass wir die wieder weiterhin so beibehalten haben wie beim ProSound 1. Nämlich, ich kann hier Sustain-Pedal anstecken. Mit dem Sustain-Pedal kann ich, kennt ja eigentlich jeder, zum Beispiel jetzt beim Sound Pro Sound 2 das Bariton von kurz auf lang schalten. Und da habe ich die Möglichkeit, ein Volumenpedal anzustecken und das kann ich dann so konfigurieren, dass ich Klänge weg oder besser gesagt ausblenden kann, wieder einblenden kann. Schnell zur Vorderseite. Ein Aus, ein Datenrad, wo ich mir die Einstellung herholen kann, manuell herholen kann, also die Performance, die eingestellt sind. Ich kann mit dem Datenrad mit einem Klick in die Performance reingehen und kann da Veränderungen vornehmen. Mit der Exit-Taste komme ich raus. Ich komme in ein Menü rein und ich kann einen Reverb und einen Effekt einstellen. Menü ist, zeige ich mal her, wir haben da nämlich ein Player-Menü und wenn ich auf dem USB-Stick ein MIDI-File oder ein MP3 drauf habe, dann stecken wir es da mal rein. So, den hat er jetzt gefunden. Ich gehe in den Player rein. Und jetzt habe ich da ein MIDI-File. Und ich starte. 1, 2, 3, 4. So kann ich mir meine MIDI-Files, die ich mir vorbereitet habe, wir kommen da noch später drauf zu, ich habe auch die Möglichkeiten hier meine Spuren wegzuschalten und mir das so einzustellen, wie ich es haben will. Ich habe auch die Möglichkeit, einen Player anzustecken und das von einem externen Player auszumachen, der ja wesentlich komfortabler ist, aber für eine einfache Lösung ist das immer mal gut. Und ich habe auch die Möglichkeiten, hier MP3 abzuspielen. So, mit der Exit-Taste gehe ich wieder raus und ich bin dann wieder im normalen Spielmodus. Ja, jetzt gehen wir mal, stecken wir aus, bumm. Jetzt gehen wir mal her und wir haben hier diesen Sustain-Eingang. Den benutzen wir jetzt mal. Ich habe hier schon vorbereitet ein Sustain-Pedal. Das kennt ja jeder ganz
kostengünstige Variante. Dieses Sustain-Pedal stecke ich jetzt beim Sustain an. Hol mir jetzt ein Performance. Das also das kurze Bariton beinhaltet. Da haben wir es. So. Ich möchte jetzt bewusst nicht spielen, weil das kennt ihr ja vielleicht sogar besser als ich. Ich möchte es jetzt nur zeigen. Jetzt drücke ich auf die Taste von jeder Seite. Jetzt drücke ich auf die Sustain-Pedal. So. Dann habe ich einen Übergangsbass. So, also ganz einfach gelöst. Und jetzt haben wir in dieser Performance, haben wir jetzt, ist eine oberkleine Performance, was kann es auch anders sein, eine Klarinette und eine Trompete drin. Mich stört es halt wahnsinnig, wenn die MIDI-Spieler, die hergehen und das Trompeten-Echo dann beim Solo die Klarinette und die Trompete mitlaufen lassen. Das ist halt einfach nicht, so gehört es halt nicht. Und daher haben wir das ja so gemacht, wir können also hier, stecken wir das Volumenpedal an. Jetzt habe ich hier die Klarinette und die Trompete, hört ja jeder. So, und jetzt spiele ich mein Solo, drücke ich auf mein Pedal drauf und blende es aus. Ich kann es natürlich auch langsam einblenden. Beim Oberkleiner brauche ich das nicht, weil die Klarinetten und die Trompeten fangen ja nicht leise an, sondern die sind einfach da oder weg. Also das muss dann relativ rasch gehen. Wenn jetzt jemand diese Anwendung benutzen will mit einer Orgel oder will andere Instrumente aus- und einblenden, dann ist es natürlich ein tolles Gaspedal, also Volumenpedal, wo man das dann machen kann. Die Performance richte ich mir so dazu her, das heißt, ich habe in jedem Performance die Möglichkeit, da steht mein Volumenpedal drin und das kann ich ein- und ausschalten und dann ist es eben ein- und aus. Wichtig ist, wenn einer sich so ein Volumenpedal kauft, ihr müsst so wach geben, da hinten ist so ein Regler dran, der sagt, von wann ab der regeln soll. Also das haben die meisten Pedale. Nicht, dass das falsch eingestellt ist und ihr dürft es mir natürlich gern anrufen, kein Problem, aber probiert es als erstes aus, stellt euch das ein und dann wird sehen, das funktioniert ganz klasse. Bewusst gehe ich jetzt nur mal auf die Theorie ein, dieses Spielen, das heben wir uns noch auf, da mache ich dann weitere Videos und da habe ich auch ein paar an der Hand, die das richtig gut vorführen können, und da macht es dann auch Spaß zum Zuhören. Vielleicht spule ich auch irgendwann einmal ein Liedl ein. Das weiß man noch nicht. So, das war jetzt einmal zur Einführung HDS Pro Sound 2. Ansteckmöglichkeiten hinten, Volumenpedal, Sustain-Pedal, MIDI-File-Player, MP3-Player und somit wünsche ich euch jetzt ein tolles Ausprobieren und der nächste Video kommt relativ schnell. Und darauf freue ich mich schon und ich hoffe, dass ihr euch auch schaut. Nicht vergessen, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und auch mal rüberschreiben, weil dann weiß ich, dass ich es nicht nur für 5 mache, sondern einfach für viele, die den HDS Pro Sound 2 anwenden. Ich danke euch dafür recht schön und ich wünsche euch was Gute, bleibt gesund, haltet euch senkrecht, ich mache euch MIDI-Fit, der Franz.